Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Channel, auf die, den keiner kennt und auf dem nichts los ist, vor der Kamera und hinterm Mikrofon, euer René, und wir spielen heute wieder Euro Truck Simulator 2 Scandinavian Pack. Und beim letzten Mal sind wir hier angekommen in Dänemark. Ja, ne? Oh, wollen wir mal schauen, wie spät ist es? 21.23 Uhr. Oh, schauen wir mal hier auf unsere Finanzen, ne? Bank mal, ne? Haben wir keinen Kredit offen, was? Sehr schön. Oder haben wir doch was offen? Oh ja, Kredit haben wir offen, ne? Wir haben einen Kredit offen. Von 100.000 Euro, gut. Oh. Das geht sich aus hier, ne? So, wie viel Kontostand haben wir? 26.073, passt auch. Könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Wird auch noch mehr. Das kann ich euch versprechen. So, dann schauen wir mal kurz ins Fahrerhäuschen. Dann um diese Uhrzeit würde ich ja schon fast sagen, wir gehen schlafen. Allerdings habe ich die Vermutung, nächste Pause ist erst in 10 Stunden. Ja, dann nehmen wir halt unseren nächsten Fahrauftrag an. Wir sind hier in Esbjerg. Esbjerg. So, wohin können wir denn fahren? Bleiben wir in Skandinavien, könnten wir nach Schweden fahren. Großbritannien. Dänemark könnten wir bleiben. Oder wir fahren nach Kiel, nach Deutschland. Bringt uns aber lächerliche 5.610 Euro nur. Pam, 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 pam. Welche Fahrzeit haben wir da? 14 Stunden und 30 Minuten. Wollen wir mal nach Stockholm, also nach Schweden? Mit Setzlingen? Und wir fahren mit Lachsfilet. Da bräuchten wir 10 Stunden, 4 Minuten. Gut, Pause müssen wir machen. Nach Aberdeen, nach Schottland rauf. 29 Stunden Fahrzeit. Machen wir das hier, ne? Machen wir mal Stockholm. So. Ah ja, richtig. Handbremse ist gezogen, wenn ich mich nicht irre. Lösen wir mal die Handbremse. Ah ja, richtig. Was? So, Fernlicht, damit ihr was seht. Es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang gerade.
Und wir fahren hier nur mit der Zugmaschine. Die hat ja natürlich ohne Last viel besser, viel mehr Anzug, ne? Und hier ist tatsächlich eine Baustelle. Hier ist eine Baustelle. Und wir haben Rot. Ja, da war aber auch kein Gegenverkehr, der gewartet hätte. Ja, wir brauchen da noch ein paar Minütchen, ne, bis wir unseren Auftrag abholen können. Ja, da vorne kommt's noch, ne? Da blinkt das, glaube ich, schon, oder? Also blinken, ne? Da ist unser Ziel schon markiert. Dort müssen wir hin, um die Jungsetzlinge abzuholen. Gleich mal bereit machen fürs Blinken. Weil da vorne müssen wir gleich mal links rein. So. Ja, ein bisschen kleine Straße hier, ne? Ja, und da müssen wir dann gleich mit einem großen Sattler raus, ne?
Ist das schön. Machen wir mal ohne Fernlicht. Das sieht dann so aus. Also, es ist für mich schon schwer, was zu erkennen. Da wird es für euch als Zuschauer wahrscheinlich noch schwerer, was zu erkennen hier. Ich hoffe mal nicht, dass wir hier nur an dieser Stelle hier jetzt nur eine Folge nur mit der Abholung beschäftigt sind. Das wäre ja natürlich nicht schön. So, gehen wir mal hier in unseren Auftragsbestand. Wir wollen da nach Stockholm. So, jetzt haben wir da hinten den LKW, den wir abholen müssen. Dafür müssen wir da rüberfahren. So, da hinten steht er. So, ganz eingepackt da hinten in allerkleinsten Winkel. Und vor mir gleich mal eine Hauswand. So, über die Spiegeln arbeite ich hier. Also, Tee. So, ich habe hier die Daten. Jetzt fahren wir noch los. Das wird sich schon noch ausgehen, ein bisschen, ne? So. Ich weiß ja, dass ich hier gleich wieder raus muss. Und bei der nächsten möglichen Raststelle oder so werde ich mal kurz ranfahren, um hier die Folge zu beenden. Aber zuerst einmal hier rausfinden, ne? Über die kleinen Sträßchen, Gässchen hier, ne? Das hier sind ja wirklich kleine Gassen. So. War natürlich nicht gut. Ich hoffe, ich komme ja auch da noch zu einer Autobahn irgendwann einmal. Ne? Wisst ihr, wegen Schnellfahren. Ne? Ja, passt auch ganz gut. Ich mach mal hier wieder Licht.
Da kommt nichts. Da fahren wir gleich drüber. Da ist auch nichts. Und da geht's gleich in eine Linkskurve rein. Und ich darf da nur 50 fahren. Sehr schön. Ah, jetzt darf man 70, aber da vorne geht es dann gleich wieder rechts rüber. Dann möchte ich jetzt nur nicht zu sehr beschleunigen, weil ich ja dann wieder abbremsen muss. Aber soweit ich sehe, könnte da drüben eine Tankstelle kommen. Das wäre genau die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe. Dann können wir hier diese Folge beenden. Ja, in dieser Folge haben wir nicht allzu viel gesehen oder erlebt. Außer gerade mal, ne, dass ich hier eine Zeit herumgefahren bin, um den Sattelaufleger zu holen. Ist zwar keine Tankstelle, sondern eine andere Firma, aber zum Wenden und zum kurzen Parken immer noch gut genug. Mit einem kleinen, mit Dixie-Klo. Hier ist eine Baustelle, also am Gang. Ne? Also im Gang, ne? So. Und damit verabschiede ich mich für heute bei euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Heute war nicht allzu viel dabei. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich interessanter, weil wir haben jetzt unsere Ladung hinten drauf. Beim nächsten Mal können wir rüberfahren Richtung Schweden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder an diesem Ort, an dieser Stelle bei Eurotruck Simulator 2. Tschüss.